Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Attila, auch sehr schwer beim DLC, der letzte Römer mit den Vandalen. Wir werden gerade angegriffen von den wundervollen Ostgoten. Die meinten, die könnten mal Alalia bei Sizilien angreifen. Ich muss da jetzt wirklich gucken, weil das ist eine Truppe. Das ist wirklich eine Seetruppe. Ich werde wahrscheinlich nicht an die Artillerieschiffe rankommen. Aber ich werde ihn einfach an Land ziehen. Und mich ganz hinten in meinem Lager verstecken. Auf dem Weg kassiert er ja ein bisschen was. So, den können wir darüber verstecken. Ihr Freunde, bitte ran. An die Küste. Ich beschleunige mal das Tempo ein wenig. Durch unsere größere Anzahl werden wir den Feind niederschlagen. Mir fällt gerade ein, was wir eigentlich machen können, effektiv. Wir können wirklich mit den Reitern ziehen. Und schauen, dass wir mit den berittenen Briganten vielleicht den einen oder anderen beim Landen erledigen. Komm, lauft. Ihr müsst schneller an den Hafen. Ja komm, schlachtet die ruhig ab. Jetzt ohne Kack, der ist nicht in der Lage, die zu vernichten. Dann hauen wir einfach ab. So, dann machen wir, was er meint da oben. Gehen die an Land, der Artillerietrupp? Die können die Artillerie doch nicht mit an Land nehmen. Eine unserer Einheiten kann nicht mehr schießen. Die Krüger wollen Blut. Nahkämpfer bereit. Berittene Briganten. Sie werden für uns bluten. Elite Bogenschützen. Ja, wenn die da hinten an Land gegangen sind, finde ich total super. Dann schicken wir die mal hoch. Versuchen, unseren General zu töten. Ja, ja, ja. Verteidigt ihn. Alles cool. Mhm. Berittene Briganten! Nicht stoppen, reinreiten. Der Turm wurde vollständig zerstört. Berkempel!
rüber nach da hinten. Da haben wir den getötet. Ihr könnt auch da hoch. Und ihr bewegt euch jetzt auch hier hin. Weil die erste Gefahr hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Na komm. Oh, ich muss die wegziehen. Sonst kriege ich die Sperre von denen in den Rücken. So, keine Angst. Ihr seid stärker als die. Stellt euch zusammen. Wo sind unsere Bogenschützen? Die Barrikade. Der Feind greift die Barrikade an. Ja, ganz großes Tennis da oben. Nee, das bringt mir nichts, wenn ich den da angreife. Geht zusammen. Ihr auch rein da. Aber jetzt lasst ihr auch nicht abhauen. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Zeigt denen, was ihr könnt. Genau, hüpft über die Gärten und rein da. So, die jetzt zerfetzen jetzt den Trupp, weil es ein germanischer Artillerietrupp einfach ist. So, hier erlauben wir jetzt den Beschuss mit Pfeilen. Der Feind hat seine Einheiten versammelt. So, die sind da oben erledigt, können wir auch rüberziehen. Ja, jetzt wird es langsam ein ausgeglichener Kampf hier vorne. Sie sind natürlich gut in der Nahkampfabwehr. Aber wenn die zu viel mit zu viel Masse kommen, irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Zerschießt die Fernkämpfer. Genau, tötet mal alle Fernkämpfer. Der General soll mal ein bisschen näher rangehen und den unterstützen da vorne. Jetzt versucht der mich von hinten zu ärgern. Komm, los. Oh, da kommen römische schwere Seesoldaten. Wie können die sagen, dass das ein ausgeglichener Kampf ist da oben? So, ran da. Ich muss den General von vorne auch reinziehen lassen. So, die müssen uns ein bisschen Zeit verschaffen. Die haben keine Munition mehr, können die da rüber. Genau, ihr geht bitte auch weg. Das sieht gut aus. Die Männer haben ihre Waffen
Das waren wahrscheinlich meine Reiter, ne? Aber wenn deren General fällt, ist das eh gegessen für die. Das war's jetzt. Dann können wir die Axtkämpfer nach hinten ziehen. Beziehungsweise die germanischen Kriegsbande. Ach, da sind die auch jetzt schon geflohen. Und wer steht da hinten noch? Ach, ich wünschte, ich hätte noch meine Reiter. Aber hier sieht man auch schon wieder den Fehler des Spiels, ne? Dass manchmal die Schiffe nicht wegfahren, sondern einfach stehen bleiben. Ach, die haben sich auch verkeilt. Deshalb passiert da nichts. Die sind nämlich nicht richtig ausgestiegen. Ich kann die nämlich normalerweise gar nicht mehr angreifen. So, ihr geht mal ganz normal. Rödel, Rödel. Na komm, rennt. Ihr seid zwar erschöpft, aber scheiß drauf. Deren Moral ist dafür am Ende. So, jetzt greifen die wenigstens automatisch die an, die ausgestiegen sind. Und dann ziehen wir in die anderen rein. Falls ihr dasselbe Problem habt. Sehr schön. Alles nur, weil die KI an Land gegangen ist. Ach, guck mal, wir nehmen die 703. Den General haben wir lustigerweise nicht getötet, obwohl seine Einheit zu... Also nur noch zu null besteht. Also eigentlich ist er tot. Theoretisch. Praktisch anscheinend nicht so. War eh nur ein Ein-Sterne-General. Ob der lebt oder tot ist, ist egal. So, bist du eine Flotte oder eine Armee wieder? Ich glaube, das war eine Armee zum Übersiedeln. Haben wir jetzt gerade wieder aber so ein bisschen erinnert, dass wir auf der Insel vielleicht ein bisschen die Hauptstädte ausbauen. Wobei ich ganz schlimm finde, bei dem Rundenwechsel, dass die Perspektive immer geändert wird. Man muss erstmal überlegen, scheiße, an welcher Ecke ist das jetzt nochmal, weil die KI dann aus einer anderen Perspektive die Kamera dreht. Na, die KI dreht die nicht, aber irgendwie ist da so ein Algorithmus hinter, der sagt, ja, wir müssen die Kamera jetzt drehen, damit das dramatischer aussieht. Nicht mit mir, sagt mein Streiter. Ich weiß, dass meine Verbündeten die Belagerung oben aufgegeben haben. Ach, was ein Spaß wieder. Ach komm. Ich glaube, theoretisch hat man eine ganz gute Chance gehabt. Ups. Gescheitert Erfolg. Korruption ausnutzen, gescheitert. Unstimmigkeit fördern, Erfolg. Ich gucke nur, was geschafft wurde. Unterdrücken einmal. Angriff. Einer von uns wurde von einem Feindagenten kaltblütig ermordet. Gott, Igisel. Ich bin der Zerstörer. Ich werde die Erde mit Blut. Gescheitert bei 40%. Ich werde mit ihm sprechen. Oh, Erfolg. Ich bin das Messer im ich muss ja versuchen, irgendwie die zu dezimieren. Ah, willkommenes Scheitern. Ich erwarte eure Befehle.
So, Nimes war ja total im Eimer. Genau, was wir jetzt machen, ist direkt hier den Aufstand niederringen. Geil, ne? Erst. Was macht eine Aufstandsarmee als erstes? Wir bauen erstmal Onaga zusammen. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. So, können wir nämlich die Armee in Nimes reinsetzen, dann lohnt es sich auch mal, den zu reparieren. Bis jetzt haben wir ja immer nur Fresse bekommen da vorne an der Ecke. Wie kann ich euch helfen? Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben. Boah, die adelischen vandalischen Reiter sind so teuer. Deshalb, wir machen hier eine relativ günstige Armee mal. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Wie sieht das denn aus? Wenn ich nach oben gehe, nach Tolusia. Gehört das? Nicht zu einem Bereich, den ich haben will gerade. Für den Stamm. Das sind die Basken, mit denen bin ich ja im Frieden. Ach, die Separatisten haben das sogar eingenommen dann. Ich muss immer an Star Wars denken, wenn ich über Separatisten nachdenke. Ach, scheiße. Jetzt haben die nachher hier auch Probleme. So, mein Spion wieder getötet. Müssen wir einen neuen rekrutieren. Dann. Der braucht noch 3 Runden. Ich glaube, das hatte ich am Anfang gedacht. Ah ne, die Kaserne hat ja an einer anderen Stelle, ne? Wo wir die ganzen Streiter rausgeholt haben vor ein paar Runden. Bereit zum Kampf. Aber ist schon okay. So, der muss leider jetzt auch erstmal stehen bleiben. Was wollten wir hier bauen? Wahrscheinlich die Brunnenanlage, aber kann ich auch erstmal vergessen. Bei uns fehlt einfach die Präsenz. So, da ist unser Streiter, der muss auch wieder in der... Ach, der macht -5% auf die Begleitarmee bei... beziehungsweise Unterhalt bei Kavallerie. Egal, erstmal mit den ganzen... Mit den ganzen, wie heißt? Ah, scheiße, ich bin wieder total verplant. Flotte bereit! Genau, bleibt da stehen. Ihr seid auch noch auf -2 unterwegs. Muss mal die Tür zumachen, weil sonst hört ihr die ganze Zeit die Teegeräusche im Hintergrund. Also nicht die Teegeräusche, sondern jemand macht da gerade Tee. Genau, die Flotte bleibt bei Elne stehen. Krieger! Ich erwarte eure Befehle! Aber ich weiß nicht, Tolusa brauche ich nicht. Jedenfalls zur Zeit. Ich will mich erstmal so ein bisschen abgrenzen. Obwohl ich Tolusa einnehme. Nee, komm. Dann machen wir es anders. Dann geht der erstmal zurück, weil die Armee hier unten steht da ja erstmal. Er steht da jetzt erstmal im Weg. Ach, der kann oben lang laufen. Moment, da machen wir Gewaltmarsch nach Bakino rein. Die Felder können wir abreißen. Zweimal Felder, gleicher Ort. Macht nicht so viel Sinn für mich. Armee gleich fertig. Rang erhalten, das sollten wir schnell erledigt haben. Agenten gegen Siedlungen, Agenten gegen Agenten, Ressource verloren, Blei, ich weiß, das haben die ja übernommen. Abriss abgeschlossen, Musterungsfeld. Auch okay. Mein Gott, will er die wirklich so lange belagern, bis die irgendwann aufgeben? Wir ziehen ihn wenigstens hier oben in die andere Stadt rein. Das ist nämlich näher hier bei Segovia.
Befehle? Ich überlege gerade, ich habe eigentlich keinen Feind hier oben. Also kein, Wie sieht das denn aus mit der Garnison? Die Garnison ist aufgefüllt. Für den Stamm. Dann würde ich nämlich hier schon mal einen großen Teil der Armee auflösen. Ach komm, wir lösen dich komplett auf. Der verschlingt gerade nur Geld. Da können wir lieber hier eine separate Armee machen. Nein. Bitte nicht die Geister in der Meere aufsetzen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich weiß, wir haben natürlich jetzt ziemlich viel Minus. Aber es ändert sich ja nächste Runde. Beziehungsweise nächste Runde werden wir weiter ausbauen. Bereit zum Kampf. So. Das wäre es erstmal von den Bewegungen wieder die Runde. Langsam können wir wirklich so vom Westspanien nach Ostspanien bis nach Mitteleuropa rein. Der will mich so verarschen, ne? Das kann ich vergessen. Ich habe hier nicht den Vorteil, dass der mit einer Flotte angreift. Wo dann die Anzahl der Truppen niedrig ist. Und ich die ganz gut kaputt hauen kann, weil ja normalerweise die seetüchtigen Leute, Soldaten, nicht so dolle sind. Deshalb lasse ich in die Plünderung durchgehen. Ich werde die Flotte abziehen und dann setzen wir die bei den Inseln ein, um ein bisschen Schutz zu haben vor diesem Plünderungsmanöver. Ach du Kacke, da hat der auch noch zwei Armeen stehen. Ist hier irgendwas versteckt in der Erde? Nein, nicht zu sehen. Ach, ist das ein schöner Tag. Ich reite mal die Küste lang. Hallo! Willst du für unsere Sache kämpfen? Ah! Vor allem, ich habe noch durch keine Aktion Agenten von ihm getötet, glaube ich. Da das funktioniert, wir haben gesehen, er ging in Verteidigungsstellung. Wieso? Wieso? Was will er? Kritisch gescheitert, willkommenes Scheitern, gescheitert, Erfolg. Aber war nur unterdrücken. Ein verwundet. Da haben wir jetzt Probleme mit der, ja, war aber klar, wir haben ja die Armee aufgelöst. Ich sehne mich nach einem Kampf. Es gibt kein schöneres Ende. Moment. Zu sterben. Kämpft mit uns. Wir rüsten lieber Reiter aus. Für den Stamm. So. Der kann direkt weiterziehen. Nehmen wir unsere Stadt wieder ein. Vor allem geil. Hat er direkt eine riesen Armee da drin stehen, ey. Ja, riesen ist vielleicht übertrieben. Aber wenn ich eine Stadt einnehme, habe ich nicht nach einer Runde da 20 neue Soldaten drin stehen. Vor allem, glaube ich, die Wachstube hatte ich nicht gebaut. Ich sehne mich nach einem Kampf. So. Das ist unser Veteran, okay. Nahkampfangriff, Nahkampfabwehrbegleitarmee. Was haben wir hier? Angriff auf den feindlichen Charakter. Ziel töten 20% plus. Nehmen wir auch mit. Wie kann ich euch helfen? Auditorium wird gebaut. Nahrungsmittelreserven, sanitäre Anlagen brauchen wir gerade nicht. Rekrutierungsfeld bleibt bestehen. Was wir jetzt gucken müssen, ist wegen ihm hier. Warum ist er eigentlich auf minus... Achso, wegen dem Erobern ist er jetzt auf minus 17, ne? So.
Dann hatten wir die Armee hier hingesetzt. Ja, schaffen wir nicht ganz bis an den Rand. Die Truppe ziehen wir mal weg. Auch wenn drei Schiffe angeschlagen sind. Ja, mach nochmal 5 Steinschleuder rein. Dann ist das voll die Bananentruppe. Aber ist schon in Ordnung. So, Kolonia. Können wir auch eben ausbauen. Moment, Kolonia? Nimes muss das sein. Ich baue es auch zu einer Kolonia. So. So ist richtig vom Gedankengang. Die Truppe wird ausgebaut. Da haben wir eingenommen. Hier oben haben wir noch einen Spion. Wie kann ich euch helfen? Sabotieren. Upsala. Der braucht die Brunnenanlage und so sind die noch nicht fertig. Ich bin der wilde Vagabund. Ja, bist du. 40 Hi. Auf Verwunden. Was hat der hier auch? 43%. Blut und Ruhm. Und hier nur 29. Ich bin der wilde Dann versucht ihr mal zu kriegen. Oh, der wurde bei seiner Flucht verletzt. Ich bin Vater. Wie kann ich euch helfen? Schatten klärt sich. Ich habe jemanden verwundet vom Gegner. Dass ich das neu erleben darf. Na, egal was ich mache, ich komme nicht in die Stadt rein so schnell. Oh, mir fällt gerade noch ein. Ja, hier hat natürlich die Siedlung auch Schaden genommen. Aber wir können alles nur abreißen. Weil wir haben schon zu viel Geld für alles andere ausgegeben. Egal. Minus 10 wegen der Einwanderung. Ich sehne mich nach einem Weil ich die dämlichen Separatisten einstehen habe, ne, das stört mich gerade am meisten. Ich gucke nochmal eben, ob wir noch irgendeinen Agenten hatten, der jetzt noch was zu tun hat. Weil ich glaube, meine Priester sind eh größtenteils aufgestellt, außer er hier. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Der kann einfach mal da hochgehen. Wo ist da eigentlich die Grenze? Ach so, da ist derselbe. Na, machen wir jetzt erstmal. Soll er halt noch aufgestellt sein, kann er noch ein bisschen die Moral hochbringen. Bacchino. Die Truppe schicken wir jetzt auch nochmal hier rüber. Dann können wir nämlich die beiden, die 3, 4 Westgotenstädten einnehmen. Und ich hoffe mal, dass der jetzt nicht um mich rumlaufen kann. Der kann höchstens abhauen. Für den Stamm. So, die haben zwar alle sehr wenig Integrität, aber es passt schon. Bretonen sind ziemlich glücklich Seid mit mir. Gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um euer... Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um eure Kehle zu lockern. Und ha! Nimm ruhig meine Tochter. So, hier haben wir auch ein militärisches Bündnis schon. Ist alles okay, wir kriegen schön Geld über die Handelsverträge. Guck mal hier, 4300. Was haben die Bretonen schon? Nix. Ja, und die mögen mich ja eh nicht. Also alles super. Machtrang sind wir die stärksten. Ich glaube, wir haben auch die meisten Regionen inzwischen. 37. Nee, warte, die Ostgoten haben 37. Schade, ich kann meine eigenen nicht einsehen hier an der Stelle. Als direkten Vergleich.
Sind aber erstmal auch wieder am Ende von dieser Episode von Der letzte Römer, Total War Attila auf sehr schwer. Bis dahin, ciao, euer Doc.